Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen, kleinen, aber feinen Video. Ich dachte, ich schiebe mal so einen kurzen Tag mit ein. Hoffe, ich kann mich auch kurz halten. Aber ich glaube, die Fragen sind okay dafür. Und zwar wurde ich lieb getaggt von den Bookfriends von Maike und Anja. Vielen Dank dafür. Und ja, dann starten wir auch gleich. Und zwar dürfen bei diesem Tag die Antworten nicht Bücher sein. Also das heißt, man erfährt irgendwas über mich, was nichts mit Büchern zu tun hat. Ja, und dann schauen wir mal, was diese Fragen sind. Und die erste ist gleich: Was ist etwas, wovon du viel zu viel besitzt, abgesehen von Büchern? Also, ich besitze leider tatsächlich von vielen Dingen viel zu viel. Könnte man nicht als Minimalist bezeichnen, aber auch nicht unbedingt als das größte Konsumopfer, sondern bei mir sammeln sich leider sehr viele Sachen, auch kostenlose oder geschenkte oder was auch immer. Ich bin kein Messi, hoffe ich, nein, aber ich bin kein Wegwerfkind. So, was nicht immer gut ist, was auch gut ist, aber was nicht immer gut ist. Aber ich habe das irgendwie so gelernt, Dinge wertzuschätzen, Sachen nicht sofort auszurangieren und dann halt neu zu kaufen, wenn ich sie brauche oder wenn sie mal eine kleine Macke haben oder so. Also eigentlich meiner Meinung nach löbliche Eigenschaften, die ich auch so gerne weitergeben wollen würde. Aber es ist natürlich, man kann es übertreiben. Und das fängt schon bei Zeitschriften an zum Beispiel. Oder ich sag jetzt mal blöd, wenn man irgendwie 5 verschiedene Schneebesen hat. Oder ich finde es aber immer so schlimm, das ist hier zum Beispiel auch so ein Thema, wenn man eigentlich einen Satz 6 Sektgläser hat und eins geht mal kaputt und dann hat man nur noch 5 oder 4 oder so. Oder man hatte 4 und dann hat man nur noch 3, weil eins kaputt geht. Ich sehe das irgendwie nicht ein, dann die 3 wegzuschmeißen, weil eins kaputt gegangen ist, nur weil ich dann nicht mehr 4 Sektgläser habe oder 4, die dann zusammenpassen. Klar ist für die Einrichtung so ein bisschen blöd, weil es dann nicht mehr konsequent so ein Satz ist, aber mir fällt es einfach schwer. Also ich bringe das halt irgendwie nicht übers Herz. So, also deswegen an sich insgesamt schon mal viel zu viel von allem. Aber was die eindeutigste Antwort, glaube ich, ist, neben auch noch sowas wie Kerzen, auf jeden Fall, also so Wachsmelz und so, ist leider dieses Jahr auch, oder 2021, sehr viel dazugekommen und mehr, als ich eigentlich brauche, verbrauche. Aber was definitiv, glaube ich, bei mir die größte Antwort ist, ist Papier. Papier in allen möglichen Ausführungen. Bücher jetzt sowieso, aber das darf ja nicht die Antwort sein. Aber auch Zeitschriften. Sowohl gekaufte Zeitschriften, zum Beispiel jetzt hier die Flow, aber auch diverse Design-Zeitschriften, so Kreativzeitschriften der Designbranche, Grafikdesign-Bereich, aber auch ganz viel kostenlose Zeitschriften hier von irgendwelchen Drogeriemärkten und so weiter, weil, und das ist dann auch schon gleich das Nächste, ich halt ja auch eigentlich ein Bastler bin und ein Bastelherz habe und aus allem irgendwie was machen kann. Und da sind halt so viele Bilder drin, schöne Bilder, kostenlose Bilder oder eben auch für Collagen oder so. Und ich denke immer, dass da dann noch was, ja, ich damit noch was anfangen kann. Oder auch, ja, Rezepte und so weiter. Und natürlich habe ich mehr, als ich jemals verbasteln könnte, das weiß ich. Und trotzdem schaffe ich es nicht, das konsequent zu reduzieren. Ich weiß es. Aber ja. Und dann kommt dazu natürlich noch Bastelpapier, also Motivpapier, Sticker und so weiter. Also alles, was man noch verbasteln kann aus Papier. Geschenkpapier, Packpapier. Also es klingt jetzt wirklich ein bisschen, als wäre ich messy. Aber ich habe das einigermaßen gut verstaut und sortiert. Aber es gibt hier auch noch ein paar Baustellen, bei denen das nicht der Fall ist. Und das ist eben genau noch mein Problem, was ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall angehen muss und da reduzieren muss. Also Papier war schon immer eine Schwäche von mir. Und jetzt, wie gesagt, bei Büchern auch noch.
Und dadurch, dass jetzt gerade ja der Papiermarkt irgendwie so schwach ist und es so wenig Papier gibt, ist es vielleicht eine ganz gute Einnahmequelle. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich irgendwie Altpapier verkaufen kann für viel Geld, weil ich habe davon einiges und andere brauchen welches. Also vielleicht kann ich da ja noch irgendwie investieren und ein Geschäft aufziehen. Nee, aber definitiv würde ich sagen, ich habe auf alle Fälle viel zu viel Papier. Also hier würde es richtig gut brennen. Ja, Papier. Die zweite Frage, etwas, das du tust, was du zum Spaß tust, was nicht lesen ist. Und das kann ich unter anderem aus der ersten Frage ablesen, leiten. Also basteln, Journaling. Wenn ihr auf meinem Kanal einfach mal ein bisschen bei den alten Videos vorbeischaut, also runterscrollt und vor den Buchvideos, habe ich eben hauptsächlich so Bastel- und Journaling-Videos gemacht. Und das ist halt auch weiterhin eine Leidenschaft. Die Zeit dafür ist leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben jetzt durch das viele Lesen. Aber ich versuche es trotzdem noch irgendwie nebenbei zu machen. Es entspannt mich. Ich liebe es hinterher, die Sachen anzuschauen, die ich vielleicht vor einem Jahr geschrieben und gestaltet habe oder noch länger zurück. Mich so an Momente erinnere, die, ja, die man vielleicht noch so grob im Hinterkopf hat, aber Details auf jeden Fall vergisst. Und es einfach schön ist, das nochmal später zu lesen. Und zum Beispiel habe ich ja im Dezember 2019 und 18 auf jeden Fall auch täglich quasi Tagebuch sozusagen geführt im Dezember. Und dieses Jahr oder 2021 habe ich mir dann so einen persönlichen Adventskalender gemacht, in dem ich jeden Tag den Eintrag von diesen 2 Jahren jeweils gelesen habe. Und das ist einfach schön, immer noch mal zu gucken, was in meinem Leben vor ein paar Jahren so los war und dass ich mich so vielleicht nicht mehr erinnert hätte. Ja, oder auch für Geschenke ist es halt sehr schön, weil andere Menschen, die vielleicht nicht so bastelbegabt sind oder nicht so die Ausdauer haben, sich dann freuen, wenn sie irgendwas Gebasteltes bekommen. Es klingt jetzt so ein bisschen wie, das Kind kommt aus der Grundschule mit einem gemalten Bild und man muss es sich an Kühlschrank hängen. Klar, also weiß ich auch nicht, was derjenige hinterher damit macht, ob er dann sagt, oh schön, und dann schmeißt das weg. Kann schon sein, aber für mich ist das im Schenken auch ein Mitgeschenk, dass ich ihm ein bisschen meiner Zeit und Kreativität mitschenke, indem ich indem irgendwas Gebasteltes vielleicht dabei ist, was Handgemachtes, was ich nur für ihn gemacht habe, ja, und damit auch so ein bisschen Wertschätzung versuche zu zeigen. Ja, also Basteln ist ein großes Thema, ansonsten natürlich ganz viel Filme und Serien. Das mache ich eben auch viel mit meinem Mann zusammen, weil er da auch sehr begeistert ist und noch viel stärker drin. Und eigentlich auch spielen, also sowohl analog, was leider hier nicht so gut funktioniert in diesem Haushalt, wird nicht so viel gespielt, leider, leider, leider. Aber ab und zu, wenn dann doch ein paar Freunde da sind oder so, dann kriege ich die dazu und wir spielen auch mal was. Könnte für mich aber auch noch ein bisschen mehr sein. Und ich habe auch gerne ja, am Computer gespielt. Also meine Anfänge am Computer waren zwar weniger spielelastig. Ich habe immer eher so andere Sachen gemacht, wie ja, HTML lernen, Webseiten bauen, Grafiken gestalten und mich mit Leuten auszutauschen und weniger das Spielen. Aber mit einer gewissen Zeit sind doch Spiele immer wieder dazugekommen. Ich liebe Zeitmanagement-Spiele, also so, weiß nicht, wo man irgendwas in einer gewissen Zeit bestimmte Sachen kochen muss zum Beispiel. Und das kann mich echt süchtig machen. Da versuche ich immer, ja, das ist doch so phasenweise. Wenn ich dann mal ein paar Tage nicht dazu komme, dann ist es zum Glück aus meinem Bewusstsein erstmal so ein bisschen raus, was eigentlich gut ist. Und wenn ich dann wieder anfange, dann, ja, also da kann ich wirklich stundenlang mit verbringen. Obwohl das ja eigentlich eine stressige Situation ist auch. Aber ich mag das und ich bilde mir immer ein, ich trainiere damit ja auch so ein bisschen mein Gehirn. Ja. Aber auch mit anderen Menschen zusammenspielen. Also wir haben so eine, unsere frühere monatliche Analogspielgruppe hat sich wegen Umzügen und so weiter auf online verlegt. Und wir versuchen das jetzt auch einmal im Monat und spielen zum Beispiel Dominion oder so online. Das funktioniert auch ganz gut und das macht mir sehr viel Spaß.
Dann spiele ich zum Beispiel auch noch auf Witcher 3 auf der PlayStation, aber auch recht wenig. Also seit ich jetzt lese, wirklich sehr, 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 sehr viel weniger. Aber ich merke auch, wie schnell mich sowas süchtig macht und wie viel Zeit man da halt auch verballern kann. Und deswegen verbiete ich es mir ganz oft eigentlich, damit dann anzufangen, irgendwas Neues anzufangen oder so. Ja, also spielen auf jeden Fall auch noch ein Thema. Die Frage 3: Was ist etwas Besonderes oder Wichtiges auf deinem Nachttisch, das kein Buch ist? Die Frage finde ich so ein bisschen komisch, weil ich glaube, ich habe schon ein paar dieser Tags gesehen und ich weiß gar nicht, ob mal bei irgendjemandem was richtig Spannendes dabei war. Also ganz, ganz normal langweilig. Erstens mal habe ich gar nicht so einen richtigen Nachttisch, aber ich sag mal so, Fächern und Ablagen drumherum sind halt so die Klassiker. Also eine Handcreme. Also mein Handy liegt halt immer da, auch für den Wecker. Mein E-Book-Reader, kein Buch. Ja, aber ansonsten, ja, wie gesagt, eine Handcreme, Taschentücher, Nasenspray, Augentropfen. So, für wenn es mal blöd kommt. Also ganz langweilige, normale Sachen. Muss ich euch enttäuschen, keine Sensation. Viertens, was kaufst du in einer Buchhandlung außer Bücher? Ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich so halt alles nennen, was es da sonst noch so gibt, weil das bestimmt schon mal vorkommt, dass ich das da auch kaufe. Also früher habe ich halt viel Zeitschriften dann dort auch gekauft. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt hier nennen dürfte. Aber mittlerweile, ja, also auch schon mal Spiele. Gerade jetzt so beim Thalia oder sowas, da gibt es ja dann auch Spiele. Aber kann ich und darf ich und sollte ich eben auch nicht so viel kaufen. Deswegen, Und ansonsten würde ich sagen, Kalender. Also ich habe ja immer ein, also so Notizbuch-Kalender oder Blanko-Notizbuch oder sagen wir mal überhaupt Notizbücher. Ich habe ja jedes Jahr oder jetzt auch in den letzten vor allem diese Leuchtturm 1917 Dotted Bullet Journal. Und die kaufe ich oft im Buchhandel, weil ich sie mir dort halt nochmal angucken kann, wenn neue Farben rauskommen oder dann sehe ich ja, welche Farben ich schon habe und welche andere Farbe würde da gut zu passen. Oder jetzt dieses Jahr bin ich auch wirklich auch wieder auf einen datierten Kalender zurückgekommen und da habe ich mir dann halt angeschaut, ja, welches Format taugt mir am besten und so weiter. Also ja, am ehesten, sage ich mal, wenn ich nicht nur nach Büchern Ausschau halte, dann nach Kalendern, Notizbüchern, was auch Bücher sind, aber ich glaube, das zählt trotzdem, weil ansonsten, ich kaufe dort eigentlich keine Karten, die sind mir ehrlich gesagt meistens zu teuer, weil ich ja selber halt auch welche basteln kann, obwohl es manchmal sehr schöne gibt, aber ja. Und ansonsten, also so Deko-Sachen eigentlich auch fast gar nicht. Spiele halt noch am ehesten. Ja, ich glaube, das war es dann auch. Die fünfte Frage: Was ist ein lustiges Geschenk, das du erhalten hast, das kein Buch oder ein Geschenkgutschein für Bücher war? So vergisst man ja leider auch öfters mal. Aber mein Mann hat mir, glaube ich, vor 2 Jahren zu Weihnachten eine Box geschenkt, also halt so ein Karton, wo ganz viele Instant-Ramen drin waren. Das klingt erstmal irgendwie blöd. Aber dazu war auch noch ein koreanisch Kochbuch und es waren koreanische Instant-Ramen, die man vielleicht auch hier nicht unbedingt überall im Laden kriegt. Und das war direkt so ein Paket, was er auch woanders bestellt hat. Ich glaube, ohne das Kochbuch, aber halt diese Ramen. Und da war auch ein Heftchen dabei. Das hätte ich euch jetzt mal, das habe ich jetzt nicht bereitgelegt. Vielleicht filme ich es noch kurz nachträglich, weiß ich nicht. Oder schreibt zumindest irgendwo hin, von wem das war. Und da gab es dann eben noch so ein kleines Begleitheftchen, wo jeder Rahmen aufgelistet war und dann stand eben, was da drin ist, wonach es schmeckt, ob das irgendwas Besonderes ist, was dort halt, also eine besondere Zubereitungsart oder so. Und dadurch konnte man mal so ein paar verschiedene Sachen ausprobieren. Das war nämlich das Jahr, also ich glaube, das war 2020. Und es war eben das Jahr, wo ich auch ganz viel mich so damit beschäftigt habe, also mit asiatischen Rezepten und auch selber eben dann so Ramen und sowas gemacht habe. Und deswegen habe ich dieses Kochbuch bekommen und begleitend dazu dann diese Packung einfach mit Instant-Ramen. Aber es war cool, also da waren halt ganz viele Sachen dabei, halt sehr viel auch sehr scharf, das ist dann natürlich schwierig.
Aber es war eigentlich irgendwie ziemlich witzig. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte doch, irgendwas ist mir eigentlich noch eingefallen und jetzt weiß ich wieder nicht mehr. Also es gibt schon definitiv witzige Eier, zum Beispiel zum Geburtstag. Wir haben einen Plattenspieler, also halt für Schallplatten. Und eine Freundin, die haben dann einfach irgendwie fünf Schallplatten oder sowas aus dem Gebrauchtwarenladen mitgebracht mit so richtig trashigen 70er Jahre Musik, aber so witzig, also wo das Cover allein schon irgendwie extrem witzig war und die Musik jetzt vielleicht nicht besonders anspruchsvoll. Ja, also das war halt auch einfach, sage ich mal, so ein Spaßgeschenk. Ja, aber so jetzt in jüngster Zeit, also gab bestimmt noch ein paar andere, aber so in jüngster Zeit, denke ich mal, waren so die Sachen. Die sechste und letzte Frage. Welchen YouTube-Kanal schaust du, der nichts mit Büchern zu tun hat? Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, mal nochmal in meine Abo-Box gucken, weil ich habe sehr, sehr, sehr viele, zu viele Abos verteilt. Früher eben ganz viel Bastel- und Journaling-Videos, das jetzt momentan eben weniger geworden ist. Also schaue ich wirklich fast gar nicht mehr und bin da auch überhaupt nicht mehr so up-to-date, weil ich halt ja auch selber nicht dazu komme und eben sehr, sehr viel BookTube mittlerweile schaue. Ansonsten, was jetzt so, ich muss jetzt wirklich mal schauen, was momentan so außer BookTube bei mir meistens aufploppt. Also ich habe jetzt ganz viel halt noch so Nachrichten, Sachen abonniert, aber da schaue ich ja nicht unbedingt jedes Video, sondern das mache ich wirklich abhängig dann vom Titel. Also den Bayern YouTube-Kanal zum Beispiel oder BR24 war natürlich auch so für diese ganzen Pressekonferenzen und sowas. Ja, und Tagesschau und so. Aber wie gesagt, ich schaue deswegen ja nicht jedes Video, aber so ab und zu mal, wenn ich denke, ja, okay, dazu sollte ich mir jetzt doch mal wieder ein bisschen genauer was anschauen. Ansonsten scrollen wir mal ein bisschen. Ah ja. Gerade 2020 habe ich mich ganz viel eben auch so mit Spielen beschäftigt, also mit Analogspielen, Brettspielen. Da habe ich einige Kanäle zusätzlich abonniert, wo ich aber leider auch nicht mehr jedes Video schaue, weil ich dann eigentlich nur angefixt werde und ja, niemanden habe, mit dem ich das spielen könnte oder eben jetzt auch nicht noch zusätzlich Spiele kaufen sollte. Und dann macht das natürlich auch nicht mehr so viel Sinn. Hier ist jetzt zum einen zu nennen Hunter and Friends. Das ist auch das, was die Anja erwähnt hat. Also die habe ich auch öfter geschaut. Und dann gibt es noch den Brettspielblog.net. Ja, aber auch noch einige andere. Dann habe ich halt auch zum Beispiel so Klassiker, einfach so Netflix, um zu sehen, was ist neu nächsten Monat oder irgendwelche Trailer von Filmen, die man sonst vielleicht verpassen würde, weil man sich in der App selber ja nicht unbedingt die ganzen Trailer anschaut, um da einfach immer mal wieder darauf aufmerksam zu werden, wenn da was Interessantes Neues ist. Und dann schaue ich wahnsinnig gern koreanische Kochvideos. Also nicht nur so Rezeptvideos, sondern Vlogs von Südkoreanerinnen, die eigentlich so ihren Alltag vloggen, aber hauptsächlich, was sie sich zu essen machen. Und dann gar nicht mal unbedingt so richtig Rezepte zeigen, aber man sieht durch die Untertitel ja trotzdem ganz viel, was sie so reinmachen. Also sie schreiben dann schon manchmal hier ein Esslöffel Zucker, zwei Esslöffel Sojasauce so. Und sprechen dabei eigentlich auch nicht, sondern es ist alles Untertitel und den lasse ich mir dann noch auf Englisch übersetzen. Und das war auch besonders eben 2020 so meine Sucht. Also ich habe irgendwie, wenn ich YouTube geschaut habe, entweder diese Spielevideos geschaut oder das. Und dadurch aber wirklich sehr viel angefangen zu experimentieren und zu kochen. Also ich habe vorher schon gern gekocht, aber gerade jetzt auch so im asiatischen Bereich mit ganz anderen Zutaten. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist auch relativ oft sehr ästhetisch. Ganz oft schüttle ich immer nur den Kopf, weil ich mich frage, wieso schmale, zarte Menschen so viel essen können. Zum Frühstück, zum Mittag, zum Snack, zum Abend und zum Mitternachtssnack und immer
mit Fleisch, Käse. Also ich frage mich, also wenn ich das essen würde, wäre ich nochmal das Dreifache von mir und die sind halt die Hälfte von mir. Also ich weiß nicht, was die für einen Stoffwechsel haben. Das finde ich ultra faszinierend. Aber eben auch das, was sie kochen und wie sie das machen. Findet man auch als unter dem Begriff Café-Vlog, auch wenn nicht immer in einem Café was ist, weil manche, die arbeiten halt dann in einem Café und mixen da irgendwelche Säfte oder Shakes oder verkaufen Kuchen und dann zeigen sie halt, wie sie das einpacken und so. Das klingt total blöd, aber das ist echt meditativ und wie gesagt, ziemlich oft auch recht ästhetisch. Ja, oder dann eben, was sie sich dann zu essen kochen und es ist super. Also mein, oder halt auch so, wenn sie so Bento-Boxen für ihre Männer packen oder so, blöd gesagt, ja. Also ich verlinke euch, ich könnte euch die jetzt nennen, aber das macht wahrscheinlich trotzdem am meisten Sinn, wenn ich euch einfach meine Lieblinge da mal unten verlinke. Vor allem, wenn ihr jetzt vielleicht überhaupt nicht verstanden habt, um was es da geht und was ich meine und was man sich darunter vorstellen muss. So, ja. Also das sind so, glaube ich, so die Hauptkategorien aktuell. Aber an sich habe ich wirklich ultra breit gefächert. Also früher habe ich halt auch viel so Beauty-Videos und so geschaut, aber jetzt mittlerweile eben nicht mehr so viel. Habe aber diese Abos zum Teil noch. Die Frage ist immer nur, was davon klicke ich und gucke ich auch wirklich an. Weil ich schaffe ja schon nicht alle Booktube-Videos zu schauen, die ich gern möchte. Geschweige denn, ja, noch was anderes. Aber ich habe einfach jeden Tag quasi Konfetti in meiner Abo-Box und gucke immer vormittags eigentlich nach, was ist seit gestern als neu gekommen. Und dann wandern erstmal die Sachen, die mich interessieren, entweder auf eine Booktube-Watchlist oder auf die später Ansehen-Liste oder auf andere Unterkategorie-Playlists, die ich mir dann irgendwann mal anschaue, wenn ich auf dieses Thema Bock habe. Und dann sind da alle Videos drin, die ich noch nicht gesehen habe und auf die ich eigentlich Lust habe. Ja, und diese Listen werden immer viel länger, ohne dass ich hinterherkomme, das alles anzuschauen. Ja, so ist es. Genau, das war's. Und jetzt sollte und möchte ich noch jemanden taggen. Ich bin mir nicht sicher, wer jetzt tatsächlich schon alles getaggt wurde, wer Tags macht. Also wenn ihr schon entweder den sogar schon gemacht habt und ich es nur noch nicht gesehen habe oder ihr von jemand anderem getaggt wurde, dann alles gut. Oder auch wenn ihr keine Lust habt, dann auch. Und ich würde dann mal taggen. Die Tanja von Miss Drunken Cherries Bücherstapel. Die Lisa von Gedankenlabor, Sarah Sophie und den Basti von Belletristik Basti. Genau, also wenn ihr Lust habt, macht doch gerne mit, dass wir auch nochmal erfahren, ob ihr irgendwas Spannendes auf dem Nachttisch liegen habt, was spektakulärer ist als bei mir. Keine Ahnung. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das irgendwie gefallen. Keine Ahnung, irgendwas zu hören von mir, was nicht mit Büchern zu tun hat. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und beantwortet die Fragen doch auch einfach in den Kommentaren, wenn ihr wollt. Sehr gerne. Vielleicht habt ihr was Spannendes auf dem Nachttisch. Also dann. Tschüss.